So, und los geht's. Ist da einer? Ja, da ist einer. Schön aufpassen. Was hier falsche Richtung. So. Toulouse. Perfekt. Da kommen wir nämlich genau schon dann an unsere, zu der Stadt, wo wir eigentlich dann hinwollen. Was ist das hier? Ist das bloß eine... Was ist das hier? Eine Abfahrt? Die ist... Ach, die ist noch nicht freigegeben. Okay. Elfter Gang. Splitter rein. Also Umschaltung vom Splitter und ab in den 12. Gang. Ich werde sicherlich mal... ich werde den Spaß mir machen. Ich werde eine Webcam auf die Schaltkulisse euch packen. Das könnte bestimmt noch ein bisschen zusätzlich Freude bringen. Und dann irgendwo da rechts unterhalb des Rückspiegels platzieren. Was ich euch erspare, ist dann auch noch die Pedalcam. Das wird, glaube ich, zu viel des Guten. So, guckt mal da. Auf dem Navi da oben links in der Ecke habe ich kurz schon das Fragezeichen gesehen. Das ist also genau dort, wo wir jetzt gleich hinfahren. Da warten wir jetzt im Prinzip auf unsere Abfahrt. Und dann sind wir ganz kurz, fahren wir durch Toulouse durch, können uns die Stadt mal ein bisschen angucken. Und dann geht es gerade weiter Richtung Bordeaux. Mit Stoßdämpfern, 14 Tonnen Stoßdämpfer. Fahren wir schön spazieren durch Toulouse. So, da vorne kommt unsere Abfahrt. Fahren der Sonne entgegen. Eieiei, Heiland, Heiland, Heiland. Und da ist unsere Abfahrt. Zack. So. Möglichst nicht zu schnell fahren. Erster Aufenthalt in Toulouse. Ab jetzt stehen uns auch Touren von Toulouse aus zur Auswahl. Aufpassen, dass ich hier nicht den Karren an die Leitplanke lege. Mein Gott, ich fahre jetzt wieder wie der erste Mensch. 50. Meine. So, jetzt sind wir im 50er-Bereich. Jetzt soll ich wieder 80 fahren. Wieso? Wir sind doch in der Stadt. Boah, mein Gott. Wahrscheinlich mit ein bisschen Glück schaffe ich es heute auch noch. Anfangen zu schalten ohne... hier muss ich noch durch. Genau, hier muss ich jetzt noch durch. Da ist einer. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich den nicht wegsäbel. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Also sprich, ich war genau recht. Abgewürgt. Oh. So. Und dann fahren wir hier schön den Bogen. Fahren wir schön die Runde da hinten.
Kreisverkehr. Wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. So, was haben wir denn da für einen Händler? Ja, 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 die Wetten laufen. Ist das rotes Gebäude? Oder kommt es erst danach? Und es ist. Schon ein bisschen schauen. Ist ein Renault-Händler. Na, sind für mich hier in dem Spiel die Trucks, auf die ich am wenigsten scharf bin. Magneto, du bist im Augenblick. Du fragst mich gerade, ob du der Einzige bist, der jetzt gerade schaut. Ja, im Augenblick bist du das tatsächlich. Da müssen wir halt warten. Oh mein. Gucken wir schnell mal ein bisschen hier rein. Ein bisschen. Ja, also Iveco ist jetzt nicht so das Ding, wo ich schon scharf drauf bin, gell? Sieht ein bisschen billig aus. Und los geht's. Und? Nicht abwürgen. Ich habe nur schließlich diesen Splitter. Ich fahre hier im zweiten an. Irgendwann müssen wir nach Bordeaux. Marseille sind wir auch noch nicht gewesen. Du lieber Helmut. Schön schaust du mir zu. Hier auf unserem gemütlichen Samstagsstream. Sportlich. Oh, Schwein gehabt. Ja, wir fahren ein bisschen schneller als erlaubt, aber wird schon gut gehen. Du schreibst gerade, dass dir Renault Trucks gefallen. Ja, sie schauen, weil sie spacig ausschauen. Ja, das ist richtig. Allerdings kann ich dir sagen, dass sie einfach nicht irgendwie nicht genügend. Also erstens gefallen sie mir drin nicht, weil es irgendwie billig aussieht. Und zum anderen, die Renault Trucks, die ich bis jetzt hier in dem Spiel gefahren habe, die waren alle nicht so stark von der Motorisierung. Und das hat mir einfach missfallen. So, was machst denn du denn da drüben? Bleibst du da? Bist du auf der linken Spur? Okay, weil ich. Ich kann jetzt wirklich nicht gebrauchen, noch einen Unfall zu bauen. Schon gar nicht mit einem anderen LKW. Ja, der hier. Kein Anhänger dran, kann hier voll durchziehen. Kommt hier richtig gut vom Fleck. Viel Platz in der Kabine. Ja. Das. Meinst du das jetzt mit die Renault Trucks? Ja, das mag sein, aber ich denke, auf der nächsten Tour werde ich dann selig versuchen, in Volvo zu fahren. Und dann schauen wir da mal nach hinten. Da hat es dann auch Platz.
immer ein bisschen schwedisches Flair. So, ich weiß nicht, ob das zu dick aufgetragen ist, aber... Also ich meine jetzt natürlich nicht Ikea. Hier nicht die ganze Zeit Vollgas geben. Nee, nicht 55. 90. So, 90 im Tempomaten wieder drin. Können wir wieder ein bisschen rollen. Ein bisschen gemütlich tun, so ein bisschen entspannen uns hier in den Sitz reinpressen. Natürlich ist der nicht ganz so LKW-technisch hier, der da. Man sollte wirklich nach vorn schauen. Der sitzt natürlich ja doch schon irgendwo in so einem Rennsitz. Deshalb werde ich wahrscheinlich dann später auch mal eine Pause machen müssen, weil das geht einem mit der Zeit doch schon ein bisschen aufs Kreuz. In so einem Schalensitz die ganze Zeit zu sitzen. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja heute Zeit. Wir haben heute viel, viel Zeit hier, um Frankreich zu erforschen, um dann vielleicht auch später, wie gesagt, nochmal über den großen Teich zu wechseln, um dort ein bisschen Arizona unsicher zu machen. Jetzt leveln wir uns erstmal ein bisschen hoch hier im Euro Truck Simulator 2 mit dem Ziel, dann irgendwann einen schönen, schicken Volvo Truck zu haben. FH16, das ist mein Ziel. Und am besten den mit der Monster, mit dem Monster Motor. Mit, wie viel waren es? 750 PS. Ich denke, das ist now the way to go. Dann kann man nämlich auch mal richtig Lasten ziehen und die Kiste kommt trotzdem aus dem Knick. Was ich mit Renault Trucks und schwere Beladung schon am Berg gehangen habe, das ist unglaublich. Das ist nicht so schön. Vielleicht werde ich Renault Trucks vom billigsten dann für später für Angestellte, die man ja in dem Spiel haben kann, dann benutzen. Denn ich glaube, es ist immer noch so, wie es früher mal war, dass man, dass es gar keine Rolle spielt, was, wie stark der Truck des Angestellten ist. Der muss auch gar keine extra haben, der kann wirklich von der billigsten Ausstattung ever sein. Es geht ja nur darum, dass die Jungs und Mädels ihre Touren fahren für dich, um einfach dort ein bisschen voranzukommen. Ha! Mensch, Magneto, du hast mal einen echten MAN TGA XLX gefahren. Nach Frankreich. Ja, also, wenn das so ist, dann werden wir gerade nach der Tour mal einen MAN-Händler besuchen und schauen, ob der vielleicht auch im Spiel ist. Aber vermutlich wird der es nicht sein. Aber wir schauen mal rein. Weil es interessiert mich jetzt natürlich auch, oder? Wir versuchen bei der nächsten Tour einfach einen MAN zu nehmen. Schauen wir mal. Also wie gesagt, nächste Tour MAN oder Volvo. Oh, hier Elefantenrennen. Und da vorne kommt eine Mautstation. Oh, 510 PS hatte der MAN. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, super. Und nu, mein Freund. Da, jetzt ziehst du darüber, ja? Aber jetzt habe ich nämlich da irgendwie hier drüben noch einen. So, und jetzt, ich muss da drüben hin. Ich kann hier nicht einfach so. Ich muss jetzt wirklich quer gehen hier, ja? Mein Gott, jetzt zum Glück haben sie mich reingelassen. Ha! Das war eine Punktlandung. Ah, das Getriebe macht wieder Hallo. Extrem wichtig bei dem Spiel zu blinken. Denn nur dann werden die NPCs auch langsamer und lassen einen ran. Nicht ran rein. Der
12,6 Liter Hubraum hatte dieser immerhin. Ja, also, wenn das nichts ist. Und du, beim Rückwärtsfahren hast du die Kupplung geschrottet. Ja. Ui! Peinlich, oder? Ihr habt's gerade gesehen, oder? Ich hoffe, hinter mir ist keiner. Keiner sieht was. Bitte vergesst das jetzt gerade, dass ich hier an der... Also vergessen habe, links abzubiegen. Zum Glück kam der erst jetzt da hinten runter. Meine Güte. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Die Leiden des jungen Truckers. Das so ist, die Kupplung hast du also nicht persönlich geschrottet, also nicht eins allein, sondern es hat schon einer vorher geholfen, das Ding leicht anzukratzen. Ja, also es ist dann wirklich Pech gehabt. Das ist, glaube ich, dann ein, ja, das ist ein schönes Erlebnis. Fährst mit einem LKW in ein anderes Land und dann geht die Kiste wirklich kaputt. Schäden am LKW müssen wir uns jetzt noch nicht Sorgen machen. Das zahlt jetzt immer noch der Unternehmer, für den wir diesen Truck bewegen, weil wir sind jetzt sowas wie Freelancer. Haben wir noch keinen eigenen Truck? Von daher ist alles noch recht entspannt hier. Der ganze Fuhrpark dieses Unternehmers hatte einen Kupplungsschaden. War eine Schwachstelle. Ja, das ist natürlich... Ja, hat sich dann, glaube ich, ein Verkäufer gut gemacht und diesem Unternehmer dann wirklich sehr viele Trucks verkauft. Oh, so. Und noch ein Stückchen vor und dann schauen wir mal, was sie uns an Parkmöglichkeiten geben. So, also. Wir sind jetzt auf dem Hof angekommen, hier in Bordeaux, und können entweder da hinten rückwärts einparken. Das ist natürlich jetzt nicht so schlecht, weil wir können hier links und dann da hoch und dann so rückwärts einparken. Das ist recht gut. Ansonsten der wäre halt rechts rumfahren und so einparken. Das ist, glaube ich, das ist die billige Variante. Weil der bringt nämlich 90 Erfahrungspunkte und deshalb machen wir das. Wir sind ja scharf auf Level. So, wie sieht's aus? Erster Gang und los geht's. So, gucken, dass ich ja nicht die Kiste ansetze. Guck, da hinten ist, da blinkt's schon, da müssen wir hin. Das ist eine super Lücke. Das muss es bloß funktionieren, so wie wir uns das vorgestellt haben. Möglichst so hinstellen, dass wir den schon dann einfach reinzirkeln können. Ha! So würde ich sagen. So können wir das machen, weil da sehen wir es da oben im... Ja, da hinten. Da oben... muss das mit der... Webcam ausprobieren. Wo muss ich zeigen? Da oben in der Ecke. Genau. Jetzt habe ich es ungefähr. Da oben in der Ecke kann man schön sehen. Im Rückspiegel, in diesem virtuellen. Wie wir den Karren jetzt da hinten reinzirkeln. Ja, versuch mal. Ah, es ist noch nicht so optimal. Ist noch nicht so optimal. Das macht gar nichts. Das macht gar nichts.
Das erste Einparken am Tag. Das muss noch nicht perfekt sein. Jetzt steht er gerade. Schaut. Jetzt steht er gerade. So, und... nein, falsch. Typischer Fehler. So, und... Reicht das schon oder müssen wir nochmal korrigieren? Ich glaube, er will, dass ich nochmal korrigiere. Okay, dann machen wir das halt. Stehen wir zu weit links, oder? Gar kein Problem. Jetzt mal kurz gucken, wie... Schön rum den Hobel. So, und... Dann kommen wir hier schön rein. Perfekt. Handbremse rein. Abkoppeln. Ein Hängerzug ist kein Ponyhof. Das ist wohl wahr. Ausgezeichnet! So, wir haben... Schaut mal, wir haben einen Levelaufstieg gemacht. Level 5 sind wir jetzt schon. Wir haben 473 Kilometer hinter uns gebracht. Erfahrungsbonus für Level 4 waren 461 Euro. Fähigkeitsrang... Plus nochmal so und so viel, haben die natürlich fürs Einparken die 90 Erfahrungspunkte mit abgegriffen. Und jetzt sind wir Level 5. Wir sind ein Enthusiast. Ha! Freunde. Und können jetzt natürlich wieder einen Erfahrungspunkt vergeben. Und diesmal holen wir uns den ersten für zerbrechliche Fracht, weil das bringt auch Pinunzen. Pinunzen anwenden.